Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute mit den Kichererbsen-Nachos von Kühne. Die sind neu und da heißt es Enjoy It. Ich habe mir hier die Sorte Paprika rausgesucht. Die gibt es noch in anderen Sorten. Genau, hier ist nämlich Kichererbsen-Nachos mit gelben und grünen Erbsen. Und die sind auch hier so angedeutet. Da bin ich schon mal ganz gespannt. Haben 40% weniger Fett. Das ist mir jetzt persönlich egal. Aber vielleicht für den einen oder anderen ein gutes Argument. Verzeihung. Natürlich ohne Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Aromen. Das ist immer gut. Ja, hier hinten. Was steht hier hinten noch drauf? Kichererbsen-Nachos mit gelben und grünen Erbsen. Das hatten wir schon. Du fragst dich, was ist das Besondere an unseren Enjoy-Kichererbsen-Nachos? Habe ich mich jetzt nicht gefragt, aber jetzt, wenn ihr so fragt, okay, ja, dann haut mal raus, was du hören kannst. Okay. Unsere Kichererbsen-Nachos mit gelben und grünen Erbsen sind super knusprig und weil sie locker und luftig aufgepoppt statt frittiert sind. Aha. Dadurch haben sie 40% weniger Fett als klassische Tortilla-Chips zum Dippen. Echt nice. Ja, das ist doch nice. Was du sehen kannst, kleine grüne Erbsenstücke und schwarze Bohnenstücke. Von Bohnen war aber gar nicht die Rede. Gelbe und grüne Erbsen. Ah, da sind noch Bohnen drin. Interessant. Also, kleine grüne Erbsenstücke und schwarze Bohnenstücke. Eine gute Protein- und Ballaststoffquelle aus Hülsenfrüchten. Na klar, Ballast. Protein muss sein heutzutage. Wonach du lange suchen kannst. Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker oder Aromen, die kommen uns nicht in die Tüte. Sehr schön. Das Ganze ist auch noch glutenfrei und vegan. Und hier steht es nochmal auf Englisch drauf. Free from Additive Flavor Enhancer Flavoring. Warum auch immer es nochmal auf Englisch drauf steht. Ah ja, scheint auch nach England zu gehen. Sind nämlich auch hier nochmal englische Zutaten. Hier ist nochmal. Das ist jetzt natürlich, habe ich meinen kleinen Fehler hier erkannt. Das sind Nachos und Nachos sind natürlich eigentlich zum Dippen. Und das wird auch hier empfohlen. Denn ideal zum Dippen heißt es. Schreibt es mich auf der Packung an. Ja, ich weiß. Hätte ich nachgucken können. War aber so, wollte zugreifen und wollte jetzt das Video machen. Na gut, was heißt es hier? In die Made for Meat Grilled Paprika. Die würzige Soße mit gegrillter Paprika, Schwarzkümmel und groben Pfeffer bringt je typisch orientalischen Geschmack mit. Perfect Match. Oder in die Made for Meat Sriracha Hot Chili. Die Soße feuert mit dem vollen Programm aus reifen Jalapenos, Ancho Chilis, Tomaten und asiatischem Knoblauch. Dip it like it's hot. Das klingt schon interessant. Hatte ich jetzt aber auch gar nicht so gesehen hier bei denen. Vielleicht, ich halte nochmal die Augen offen und vielleicht finde ich auch noch die Dips. Dann gibt es noch einen zweiten Test. Das Ding heißt Kichererbsen-Snack mit Paprika-Würzung. Die Zutaten sind Kichererbsen-Mehl, grün und gelbe Erbsen, Reismehl, Kartoffelstärke, Sonnenblumenöl, schwarze Bohnen, Salz, Zucker, Paprika, Gewürze. Kann Spuren von Soja enthalten, sonst ist nichts drin. Snack Attack! Du liebst Snacks auf Gemüsebasis? Dann probier auch unsere Enjoy Gemüsechips und Enjoy Knuspererbsen in vielen tollen Würzungen. Super crunchy, super lecker. Ja, hier ist ja richtig mal Info drauf. Jetzt aber genug, jetzt habe ich mir den Mund fusselig gesprochen. Jetzt mal wissen, was da so drin ist. Riecht nach Pfeffer. Also, es ist super knusprig. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. So sehen die aus. Es schmeckt sehr nach diesen gepufften Taler da, diesen nach nichts schmeckenden Mais-Talern. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Diese runden Dinger, die wie so ein erhöhter Untersetzer aussehen und nach so gar nichts schmecken. Das ist hier die Basis. Also so schmeckt die Basis und dann mit ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Paprika. Also das könnte, also die Würzung könnte noch stärker sein. Vielleicht reißt es dann der Dip raus, aber so ist es leider ein bisschen fad. Die Grundidee ist echt gut. Also vom Knuspererlebnis, vom Mundgefühl richtig gut. Bisschen mehr Bums. Der erste Biss ist auch gut. Und dann fehlt der Geschmack. Ah, jetzt habe ich mal ein bisschen Würze. Ja, dann kam jetzt auch Erbse durch. Aber ja, also gut, ich glaube, ich muss mal nach dem Dip Ausschau halten. Und dann mache ich noch eine Ergänzung. Und guck mal, ob sich das verbessert. Ansonsten, ja, schmeckt es halt doch auch ein bisschen 40%. Leider auch 40% weniger Geschmack.
Aber was tut man nicht alles für die Gesundheit? Damit bis zum nächsten Mal.